Das bitzli Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bitzli Haushalt macht mir dich bequem, meint ein Mann. Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Wer sind Sie? Das ist Melissa. Melissa, wie spät ist es? Schwer zu sagen. Die Zeiger können irgendwie nicht stillheben. Es ist exakt 3:03. Wieso fragst du mich, wie spät das ist? Und warum hast du am Nachmittag um 3 ein Pyjama? Weil ich schon im Bett bin. Zwitzt am Nachmittag? Fauler Keim. Oh, hallo. Hallo. Was soll der Krach? Hast du wieder mal den Schlüssel verloren? Den Schlüssel haben wir nach 10 Minuten problemlos gefunden. Aber Schlüsselloch nicht. Du bist ja gesoffen. Gesoffen? Sag mal, bist du wirklich Julia Roberts? Ja, klar. Und du, wirklich der Herr ist im Fort. So war ich da standen. Oh, ich sollte das Taxi warten. Erich, das war der lässigste Betriebsausflug, den wir je hatten. Dank dir. Komisch. Fester sind sonst nur ein Erfolg, wenn er nicht kommt. Bevor er eingegriffen hat, war die Party etwas so lustig wie eine Beerdigung. Gute Nacht, Harrison. Wieder schauen. Gute Nacht. Adieu. Harrison Ford. Die habe ich vielleicht reingelegt. In Wirklichkeit bin ich nämlich der Brad Pitt. Du hast die Party also aufgepeppt. Wie? Ich habe Filmstar imitiert und die anderen mussten herausfinden, welcher das ist. Wer ist zum Beispiel das? Der Chaplin. Richtig. Und das? Immer noch der Chaplin, besoffen am Boden gehabt. James Bond. Goldfinger. Die berühmte Szene, wo er gefesselt auf dem Tisch liegt und einen Bösewicht mit einem Laserstrahl will halbieren. Ich will die Augen gerne weg. Ruhestörung. Komm, setz dich gescheiter. Sag mal, Erich, die Melissa. Die arbeiten bei uns in der Administration. Was ist mit dir? Ich glaube, die flirtet mit dir. Klar, die meint, ich sei der Harrison Ford. Ich habe das Gefühl, sie meint dich. Schade. Beim Harrison Ford hätte sie mehr Chancen. Ich meine, ich finde sie sehr nett, aber ich stand doch nicht auf sie. Wieso hast du denn so angelächelt? Es hat doch nichts zu bedeuten. Wenn ich dich so anlächle, meinst du, ich sei dich verknallt? Erich, das ist eine brillante Beweisführung. Wir gehen schlafen. Und du gehst auch besser ins Bett. Ist gut. In dein Bett? Und wo ist das? In deinem Zimmer. Hast du mir keinen Weg beschrieben? Fusi, Alto. Ich habe Melissa verknallt. Schon lachhaft. Hast du gewusst, dass Melissa vom griechischen Melita kommt und Bindli bedeutet? Dein Interesse an dem Namen ist natürlich rein wissenschaftlich. Ist das nicht aufregend? Ihr Name ist mit den zwei nützlichsten Sachen verbunden, die es gibt. Bindli und Kaffeefilter. Schon blöd, dass ausgerechnet die Träume freuen, die dich überhaupt nicht interessiert, so einen spannenden Namen hat.
Als Kosenamen sind da aufgeführt Mela und Lissa. Das könnte man auch zusammenhängen. Mela Lissa. Oder besser Lisa Mela. Melitissa. Brugger? Ja, er ist da. Es ist Melissa. Ciao, Melissa. Ins Kino, keine Lust, ciao. Oh, du bist ein Scharmbolzen. Die hat sich sicher verwählt. Ich kann unmöglich mich gemeint haben. Natürlich nicht. Warum? So eine Wahnsinnsfrau will doch nichts von einem Typ wie mir. Außerdem habe ich ja Telly an. Ich will noch viel weniger von dir. Wenn ich dir wegen der Melissa einen Rat darf geben. Nein, du darfst nicht. Kann man denn da nicht einmal in Ruhe ein Buch lesen? Und wie läuft's mit der. Ich kenne keine Melissa. Was ist denn mit dem los? Total liebeskrank. Er hat Angst, sich mit der Melissa einzulassen. Hat sie den schwarzen Gürtel in Karate? Er hat viele schlechte Erfahrungen gemacht. Alle Freudengeschichten, die er bis jetzt hatte, haben ihm einen totalen Fiasko geendet. Der erste ist geziegelt. Das ist doch nicht weiter tragisch. Sie hat ihm aber ihre neue Adresse nicht verraten. Die zweite hat ihn betrogen. Und die dritte hat ihm die halbe Filmsammlung geklaut. Darum traut er sich nicht mehr, etwas mit einer neuen Frau anzufangen. Und weißt du mit Elian? Da kann er sicher sein, dass es ihn nie bekommt. Ohne Beziehung kein Flop. Interessante Strategie. Oje, oh die wieder. Ist zu, wir sind nicht daheim. Angela, kannst du mir kurz den Max auslehnen? Ich muss dir helfen, eine Birne reinschrauben. Das schaffe ich selber. Im Gegensatz zu dir, ohne Gebrauchsanweisung. Für was brauchst du ihn? Nicht grosses. Er soll nur aufs Eisenbahngleis liegen und sich von einem Zug überfahren lassen. Was hat er jetzt wieder zu leiden? Du nicht. Aber mein neuer Freund, der Silvio. Der soll doch der aufs Gleis liegen. Das wäre mir auch lieber. Aber der Saukeib hat mich hocken lassen und ist ins Ausland abgehauen. Darum brauche ich jetzt den als Ersatz. Der Silvio? Der wie viel ist der, der da ja schon davon gesäckelt ist? Erst der Viert. Hat wahrscheinlich Schiss vor starken Frauen, die pfeifen. Aber Gott sei Dank habe ich immer noch den Erich. Gestern hast du gesagt, du haltest von mir so viel wie ein Hund von Flee. Trotzdem. Irgendwie ist es tröstlich, dass wenigstens der Taglohn nie aufhören wird, mich anzubaggern. Der wird doch noch im Altersheim hinter mir her sein. Und ich hau ihm den Rücken über den Kopf. Täusch dich nicht. Der Erich ist nämlich schwer verliebt. In einen anderen? Hat er endlich eine gefunden, die seine Traummasse hat? 150, 250, 40. Komische Mass. 1,50 groß, 250 Kilo schwer und ein IQ von 40. Die Melissa ist gut aussehend, charmant, intelligent, witzig. Was? Machst du Witz? Angie, das ist der Wahnsinn. Hast du gewusst, dass es sogar Melissa Tee gibt? Trottel. Das gibt's ja nicht. Das heisst Melissa Tee. Komisch. Hätte können schwören, dass ich Melissa gestanden. Du bist ja wirklich verknallt. Aber du bildest dir doch hoffentlich nicht ein, dass das etwas wird. Du und eine attraktive Frau. Elian, halt dich zurück. Du hast das Outfit von einem zurückgebliebenen Drittklässler. Der Sexappeal von einem vierten Bodenlumpen. Und der Body wie eine magersüchtige Maus. Welche Frau soll sich in so etwas verlieben? Das ist aber nicht sehr aufbauend. Für mich schon. Weißt du, wie gut das tut, jemanden Arbeit zu machen, wenn es einem selber dreckig geht? Und wer mache ich jetzt ab? Dein Problem. Mach's gut, Mickey. Freche Scheiße. Sie hat recht. Gegen mich wirkt sogar der Goofy wie ein absoluter Winner. Quatsch. Du darfst dich von Elian nicht abmachen lassen. Jetzt mal ehrlich. Gefällt dir Melissa? Nein, was? Ich finde das eine völlig unmögliche Frau. Und ob sie mir gefällt? Dann schnappt er sie. Die wartet nur drauf. Meinst du? Und ich habe die Chance. Ach, klar. Du musst nur trauen. Ich traue mich aber nicht, mich zu trauen.
Keine Panik. Wir helfen dir gerne weiter mit ein paar guten Ratschlägen. Wir werden alles dran setzen, dass die Operation Melissa ein voller Erfolg wird. Wie man Frauen erobert. Was ist das? Flirt-Tipps von Casanova und vom Julio Iglesias? Viel besser. Vom Julius Caesar. Das Buch erklärt, wie man die Strategie von grossen Feldherren auf die Liebe anwendet. So ein Quatsch. Sind ihr schon weitergekommen? Weitergekommen mit was? Ich habe ihm ehrlich gesagt, ich helfe ihm, sich neu zu teilen, damit er bei der Melissa Eindruck kann schinden. Erich, zeig dir mal. Bei der Ehre. Baby. Aber meine Freunde sagen mir einfach Coolio. Es fehlt nur noch das Brusthaartuppe. Tolles Outfit für einen Touristenknill in Mallorca. Ihr habt doch gesagt, lässig, cool, jugendlich. Das heisst nicht, dass du als Harry Hasler musst verkleiden musst. So kannst du bei der Melissa sicher nicht landen. Ich habe ja gerade gesagt, das sei nichts. Wieso hörst du nicht auf mich? Warte mal, Erich. Ich habe noch einen Flirt-Tipp für Melissa. Schau, dass sie von Anfang an möglichst fest verwirrst. Das wäre in dem Outfit allerdings kein Problem. In dem Buch steht, man muss den Gegner, also die Frau, verwirren, emotional verunsichern und dann zuschlagen. Voll im Magen. Natürlich nicht, aber... Lass nicht auf den Babs, der versteht vom Flirten weniger als eine Kuh vom Pizzabach. Da hättest du ausnahmsweise recht. Liebe ist wie Krieg. Man muss die Frau auskundschaften, ihre Fehler erkennen, den Feldzug genau planen und im richtigen Moment zuschlagen. Hast du das bei mir auch so gemacht, General Brugger? Ich habe durchaus ein paar Techniken angewendet, die hier beschrieben sind. Ah, ist es darum ein Jahr gegangen, bis wir das erste Rendezvous hatten? Liebe ist doch kein Blitzkrieg. Du hast den Eroberungsfeldzug geplant und geplant, während ich nur auf eine Chance habe gewartet, mich freiwillig zu geben. Ich glaube, jetzt haben wir es. Super. Da steht er uns gezeichnet. Bin ich auch. Und wie soll ich sie jetzt anbackern? Frauen schätzen und Männer vor allem eins. Wenn sie gut können zuhören. Stimmt doch, Max? Was hast du gesagt? Hörst du dir ihre Sorgen an? Redest du mit ihr über ihre Alltagsprobleme? Wie man sich am besten Beine enthört. Ein Mann, der für so Sachen Verständnis hat, kommt immer gut an. Mami, der ich kann doch nicht stundenlang bei der Melissa im Büro mal und quatschen. Ich sag dir, was du machen musst. Aber bitte nichts Kompliziertes. Bringst du einen Monat in die 9. Pause, einen Kaffee und ein Gipfeli und redest mit ihr über Filme, die wir beide gerne haben. Das ist mir jetzt fast zu einfach. Erich, im Grunde genommen ist es einfach. Du musst nur mal schauen, wie sie reagiert und wenn sie Interesse signalisiert. Dann gib ihr einen Kuss. Nein. Dann fragst du, ob es mit dir rausgeht. Ein Schritt nach dem anderen. Dann kann man es also gerade abschminken, Simon schon zu heiraten. Ja, wahrscheinlich schon. Wichtig ist auch, dass du immer dich selber bleibst. Witzig, aufmerksam, zuvorkommend. Verstell dich nicht. Würdest du im nächsten Moment eh verraten. Der Napoleon hat zu dem Thema mal gesagt... Max, die Brühe. Gut zuhören. Ein Schritt nach dem anderen, mich selber bleiben. Sie fragen, ob sie mit mir ausgeht. Leute, genau so mache ich es morgen. Melissa, ich komme! Ich erhöhe. Ich wette 20 Franken, dass das nicht einmal gewagt hätte, Melissa Grüezi zu sagen. Meine Tipps sind so genial, sie hat es garantiert geschafft, das Date einzufädeln. Ich halte und erhöhe um die wunderbare Britney Spears CD. Ich erhöhe um den Dosenöffner. Ich bin sicher, auf den bist du genauso scharf wie ich auf deine CD. Was setzt du? Also, weißt du, ich halte nicht viel von Glücksspiel. Feigling. Er ist dein Bruder, also kannst du nicht gegen ihn wetten. Andererseits weißt du genau, dass er. 300 Franken für ihn. Schon zu spät. Her mit dem Stutz. Hallo zusammen, Familie. Es ist wunderbar gelaufen mit Melissa. Sie hat mir ein Kompliment für meine Anlegung gemacht. Wir haben die ganze Mittagspause miteinander geredet. Sie hat gesagt... Ist ja gut, Erich. Ich freue mich für dich. Wann geht ihr miteinander wissen? Morgen. Theoretisch.
Und praktisch? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, sie zu fragen. Aber das kann ich am Morgen nachholen. Oder in 3 Wochen. Wenn ich wiedergeboren werde, sogar noch im nächsten Leben. Ha! Her mit diesen Mäusen. Ganz Einsatz futsch. Betreiben dir da eine illegale Spielhölle? Ich habe 20 Stutz verloren, weil ich auf dich gesetzt habe, ich Löli. Hä? Ich bin doch kein Rennross. Du lügst jetzt auf der Stelle, Melissa, machst du mit ihr ab, klar. Ich kann dir vielleicht wieder vergeben. Du bist doch um diese Zeit schon längstens im Bett. Um 6:30. So ein Quatsch. Mikko, kein Widerrede. Vielleicht hat sie überhaupt kein Telefon. Dann hat sie das Handy. Ich gehe da nicht weg, bis du mit ihr abgemacht hast. Ich würde gern, aber ich war gestern beim Arzt und der sagte, ich habe Telefonallergie. Beim Arzt? Ich kann morgen deine Beulen behandeln. Welche Beulen? Die, die du jetzt gleich rüberkommst. Weil ich dir das Telefon auf den Kopf hält. Ist ja gut, ich rufe an. Kennst du ihre Nummer? Nein. Jetzt wollte er so fest anrufen und dann ist es wieder nichts. So schnell kommst du nicht davon. Wie heisst die Frau? Eben, Melissa. Ist ihre Familie zu arm, um sich einen Nachnamen zu leisten? Sie hat sich immerhin nur einen ganz kurzen leisten. Viele. Vetter, Vicente, da ist sie. Und die Nummer ist 493 1716. Da. Wie schiebt sie ihre Nummer gerade wieder? Erich. Gib sie zu, haben wir sie gestern schon aufgeschrieben. Gib her, ich tippe sie selber ein. Simulierst als nächstes eine Fingerlähmung. Das ist Katrin Brugger. Der, ich möchte mit Ihnen reden. Freche Keib. Nicht du, Melissa. Ich wollte fragen, ob du morgen. Also morgen. Das ist der Tag nach heute. Und der Tag vor übermorgen. Frage oder stirb. Gehen wir zusammen an Kilby? Ich bin auch überhaupt nicht sauer, wenn du nicht willst. Du hast Lust? Ja. Gut. Treffen wir uns 3:00. Tschüss. Ich hab's gemacht. Ich bin der Grösste. Halleluja! Der Rocky ist ein Zeichen gegen mich. Heißt das, du hast das Date? Und ob? Kathrin, lass dich küssen. Angie, lass dich küssen. Eliane, lass dich auch was blasen. Was ist denn mit dem passiert? Er hat es endlich fertig gebrungen, eine Verabredung mit seiner Träumfrau einzufädeln. Was? Und mich ignoriert er einfach. Du musst dir wohl definitiv einen anderen suchen, der deine Ohrenfeige kassiert. Das wäre diese Woche schon der zweite Mal, der mich fallen lässt. Gut, der Erich ist eigentlich kein Mann. Aber beleidigend ist es trotzdem. Fängt ihr damit ab? Was bleibt euch anders übrig? Vergiss es. Den hole ich mir wieder zurück. Ich garantiere dir, spätestens morgen ist die Welt wieder in Ordnung und dein Bruder hechelt mir wieder noch wie ein junger Hund. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Erich, ich sollte mit dir reden. Wenn wir nicht noch mal zum Schießstand? Ich finde, wir haben immer noch zu wenig Teddybären. Die Hälfte haben wir ja leider auf der Achterbahn wieder verloren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Bären so gut fliegen können. Es war wirklich sauglag. Erich, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt mit einem Mann. Nur schon, wenn ich dich anschaue, habe ich so ein Kribbeln im Bauch. Hast du zu viel Magenbrot gegessen? Erich, bist du in mich verliebt? Oder Zuckerwatte? Was hast du gesagt? Ich spüre doch, was du für mich empfindest. Sag's, Erich. Sag, dass du mich liebst. Gerade jetzt? Auf dem Sofa? Oder ist jemand ein anderer? Sicher nicht. Ich würde dich doch nicht hintergehen. Ihnen verkaufe ich meine Star Wars Kollektion. Erich, Häsli. Wo
versteckst du denn die ganze Zeit? Du kannst mich doch nicht einfach allein lassen, Häsli. Erich, wer ist die Frau? Wer echt? Ich bin seine Freundin. Seit wann? Ich liebe deine Witzli. Ich könnte dich den ganzen Tag verknuddeln. Mit dem Walholz. Erich, was soll das? Du hast doch gesagt, du sagst solo. Bis vor 30 Sekunden habe ich das auch gemeint. Der Erich gehört mir. Wenn sie ihn noch einmal anlängen, gibt es eins auf die Nase. Erich, sag ihr, dass du jetzt mich liebst. Erich, sag ihr, dass du nie aufhören wirst, mich zu lieben. Aber Elian, Melissa, das ist ja nur ein Moment, bitte. Max! Ich weiss nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Als ob das jemals gewusst hättest. Elian behauptet plötzlich, sie sei meine Freundin. Vor der Melissa. Die hat sicher irgendeine Gemeinheit von verarscht in rum. So überzeugend bin ich aber noch nie verarscht worden. Vielleicht liebt sie mich ja doch. Blödsinn. Abgesehen davon, du würdest dich für Melissa entscheiden, oder? Wenn wir es richtig überlegen, ja. Ja, ja, ja und nochmal ja. Dann ist ja klar, was du machen musst. Du gehst zu Elian rein, gibst ihr den Laufpass und sagst, dein Herz gehöre jetzt der Melissa. Nur das Herz. Von mir aus kann sie den Rest dann auch haben. Melissa wird völlig hingerissen sein, wenn du für sie so eine schöne Rivalin in die Wüste schickst und die noch mehr lieben. Happy End! Max, du bist ein Genie. Genau so mach ich's. Melissa, ich muss dir etwas sagen. Elian ist tatsächlich meine Freundin. Du Betrüger! Elian, ich muss dir auch etwas sagen. Es ist aus. Was? Du willst mich nicht mehr? Wenn wir im Kino wären, würde jetzt in grossen Buchstaben auf der Leinwand stehen, The End. Aber das kannst du mir nicht antun. Wir haben es doch so schön zusammen, Häsli. Kreit aber lieber mit der Melissa in so einen Untergang. Erich, sag das, mein Liebst. Aber ich bin doch deine kleine Elian. Du kannst mich doch nicht einfach in den Kompost fallen. Wie ein fauler Herdöpfel. Gib ich dich halt an der Batteriesammelstelle zurück. Oh Gott, nein. Haben Sie eine Nagelfeile dabei? Für was? Die stoss ich mir ins Herz. Ich kann nicht leben ohne mich, Erich. Du wirst drüber wegkommen. Es tut mir leid, Elian. Schon gut. Ich habe es verstanden. Aber es bricht mir das Herz. Der Erich ist der liebste Mann, den ich je kennengelernt habe. Es waren absolute Pfeifen im Bett, aber das macht ja nichts. Wie? Ich stand halt einmal auf Männer, die den Teddy ins Bett mitnehmen. Auch drum all die Teddybären. Und mit 30 noch am Daumen suckeln und brüllen, wenn sie E.T. schauen. Das ist alles gar nicht wahr. Bis auf das mit dem E.T. Aber ich möchte keine schlechte Verliererin sein. Ich wünsche Ihnen alles Glück auf Erden. Mit dem Erich. Melissa, was Elian da gesagt hat, ich habe kein Problem damit. Sex. Was ist das schon? Sag einfach, dass du mich liebst. Und ich gehöre dir. Meinst du das ernst? Sag jetzt endlich, dass du mich liebst. Also gut. Melissa, ich empfinde mehr für dich als der Red Butler für Scarlett O'Hara. Mehr als Pretty Woman für ihren Milliardär. Mehr als der Lassie für sein Herrli. Melissa, ich liebe dich. Hast du gehört? Wer hat was gehört? Meine Freundin, deine Liebeserklärung. Ich habe einen Betriebsausflug um 50 Stutz mit ihr gewettet, dass ich innerhalb von 3 Tagen jeden beliebigen Mann dazu bringe, mir eine Liebeserklärung zu machen. Sie hat dich ausgesucht. Dann hast du dich also nur wegen einer Wette mit mir. Meinst du tatsächlich? Ich will einen Mann als Freund, der mit seinem Teddy pennt. Er würde mich wenigstens nicht verarschen. Vielleicht gehst du jetzt besser. Noch so gern. Ade miteinander. Auf Wiedersehen. Und danke, dass du den Glauben an die Menschheit endgültig geraubt hast. Warum ist sie gegangen? Sind wir schon wieder auseinander? Es war wirklich ein totaler Quickie. Warum muss das immer so beschissen enden? Erich, es tut mir so leid. Kann ich dich irgendwie aufmuntern? Könntest du mir das Telefon bringen? Kapiere ich nicht. Wem will da anrufen? Wahrscheinlich der Telefonseelsorge. Immer so einfach.
Eliane, ich bin's. Musst dich doch nicht umbringen, ich bin wieder frei für dich. Häsli.